Boah, hier sind ja noch mehr. Du hättest Was sagen, hast du das denn ist eine verteilt? gute Idee, aber nee. Dem David, dem wollte ich so einen Schrank vor mir geben, ne? Hat Krass. dann Vanessa ihm geschrieben, ne? Meine Freundin, dann, weil ich da den immer vergessen habe, ne? Und dann hat er so geschrieben, da willst du ihn dafür haben, ne? So eine Kackfrage schon alleine, ne? Und dann habe ich Vanessa gesagt, schreib zurück, bist du behindert, Hurensohn? Und dann hat die Vanessa das gemacht. Fand ich ja schon sehr lustig so. Aber dann kam auch nichts mehr von ihm. Und seitdem hat er sich nicht mehr Ja, doch, das gemeldet. schon. Boah, ich fall die ganze Zeit hier runter. Ich bin so unfähig, gerade dieses Dach zu bauen, ne? Ich muss ganz sein Nux wegmachen. Wieso das Kohlnax. denn? Sind hier wieder wild lebende Nux draußen oder Ja, was? genau. Da Also, wird Inuk. der Nuk. Der Inuk. So. Inuk. Porten. Port? Port? Port, Peter, Port? Was habe ich daneben kannst du das mal gehauen? machen, Port? Peter? Ja? Port? Port? Mal kannst du vielleicht morgen Port? ein Heiko Port? hier Port? hinüberporten? Ach, da ist Danke. er ja schön, doch, doch. Hab ich gemacht, Ach, das ist aber bitte. lieb von dir, schön, Peter. So, mit meiner Gedankenkräfte. Gedankenkräfte, Kräfte. ne? Boah, können wir nicht die Nux verbannen? Warum? So, abgenuckt. Wir können ja ein No-Nook-Treaty abschließen. Lol. Das ist so behindert, ey. Heiko, kann ich mal den Notfall ringen, Digga? Den Notfallding? Ist halt Weil nukleare Abrüstung dann, ne? Ich brauch Bricks, Digga. Behindert Monsters nearby. Was? Wir Wie? reden jetzt alle so behindert, oder was? Hier sind Monster, Heiko? Ja. Wie? Und er Wo? hat mich Nee, trotzdem nie. hingelegt. Hat mir nicht gejuckt, weißt du? Habe ich keinen Fuck drauf gegeben. Ne? Wie Given. hast du das denn gemacht? Ich kann da nicht schlafen. Nee? Hast du Ne. so Du, Angst? Peter, kannst du da schlafen, wenn Monster in der Nähe sind? Ja, geht. Geht? Hako? Ja. Can I Wupp, get a... Da hat die auch ein Kopf dann liegen, auf wie mir dann die Gerne, eine. gerne, wupp, Geh Boah, wie wirklich behindert, ey. komm, gib mir, Oh, ey. Warte, ich hol noch kurz eine Fuhre Items und dann kannst du. Boah, Ja, sehr ich gut. komme hier zu nix, ey. Weil ich brauch Groot. Peter tätschelt die ganze Zeit nur dran und du siehst so eine Aufnahme, wie so sein Kopf hoch und runter wippt, weil Genau. er die ganze Zeit so lacht und an der Maus Genau wie wackelt. bei Danny früher immer. Ja. Da war das Minecraft auch, da hat sie auch mit dem Kopf gewackelt, wenn sie gelacht hat. Da gibt er diese extreme Lachflash, Ja. wo Danny so lacht. Komm, Marco, ich brauch Notfallring, ich brauch Boah, Gravel. ich überlege noch, Warte. ich habe da noch so eine alte Aufnahme von einer Bekannten. Die lacht auch so richtig krank. Da ist sie so etwas angetrunken, weißt du, und dann, wie die lacht. Ich glaube, Bin ich die behindert? ich glaub, das lade ich mal raus. Dann piep ich ein paar Sachen, dann passt das schon bestimmt. Hurensohn piep, mega piep, Fotze piep. Genau, die hört man, ne? Und den Rest piept man raus. Und dann Genau. immer, Ted, du hast zu spät gepiept. Nein, Nee, war schon weil die lacht richtig. auch so Nein. richtig dreckig an, so. So Boah. richtig extra, ja, so richtig, ich muss euch das nachher mal zeigen, das ist so kaputt. Oh, ey. Ja. Wollen wir nicht so eine Eule machen? So, oder so ein Vogel? Mit dem Geräusch, ja. So Genau. richtig assi. Dann, wenn er Oh Mann, ey. wegfliegt. Hoho. Boah. Schon wieder Port? Was machst du denn? Port? Ihr Items rüberschaffen. Ja, bau doch eine Zugstrecke, Heiko. Das wäre geil. Dann können wir mal schön mit dem Zug reisen. Komm. Aua, wer hab ich? Du hast mich gehauen? Nein. Doch, habe ich genau gesehen, Ich dass du habe das eine Biene warst. gestochen. Hast du gesehen? Dein Ja, Handschellchen an. dann hast du aus Versehen rumge. Oh. Dann hast du jetzt gerade gesagt, dein Herz schwillt schon an? Nein, dein Hals. Ach so. Kann ich mal den Notfallring haben? Nö. Boah, krass, ey, wie der rumstresst, ich schwör, Amanak. Boah, mein Flügel passt nicht mehr hier Ach, das hin. ist Kacke hier mit dem Dach, ey. Mein Flügel passt nirgendwo hin. Au! Wie? Der passt nirgendwo hin. Hey, Kommst du durch die Juri, nimm Tür ihn nicht. damit, Marco, oder was? Ja, der ist da oben. Achso, dankeschön. Kommst du durch die Tür damit, oder was? Wäre zu groß. Zu Zu so. groß, Junge. So, Zu dann groß. natürlich schlecht, du, ne? Wenn du damit Also, nicht mir durch hat ein willst. Chinamann gesagt. Ja. Fällt mir gerade ein, wo ich meinen Fernseher abbaue.
Ja. Die verschenken in China teilweise Fernseher, also billige Fernseher. Warum? Damit die quasi Geld mit den Apps machen, die da drauf sind. Mein Gott. Da geht was, oder? Ist schon unfucking fassbar, oder? Unfucking fassbar. Voll chinesisch. Ja, aber gut, dann machen sie bei anderen Anbietern ja auch, ne? Ich habe zum Beispiel heute gelesen, wenn du irgendwie, ist jetzt kein Placement, Leute, nicht verwechseln, ne? Aber wenn du die Amazon Prime holst, dann bekommst du ein Kindle umsonst dazu. Echt? Nein. Doch, bei mir nicht. Das stand, habe ich heute in dem Angebot gesehen. Warum habe ich dann kein Kindle? Boah, ja, was für Ficker, ey. Ich habe letztens geholt. Ja, weil du zu langsam warst. Du schlage ich trotzdem ein. Ja. Nee, weil ja. Yeah. Das nehme ich dazu, aber natürlich nur, damit du dir dann schöne E-Books dafür kaufst, ne? Ich meine. Ja, klar, verstehe ich schon. Ich meine, war ja früher bei den Handys auch so. Früher haben sie dir die Handys nachgeschmissen, damit du schön viel telefonierst damit. Ja, wie jetzt? Da kriegst du ein Prepaid-Handy für 20 Euro mit 10 Euro Startguthaben. Ja. Und du hast noch ein Handy dabei. Ja gut, aber da ist meistens noch ein Kack-Handy bei für 20 Euro. Weil sonst geht ja doch... Ja, iPhone 6, aber sonst... Echt? Ein iPhone 6? Aber letzte Müll. Aber das kostet doch sonst das kostet doch dann bestimmt im Monat noch was. Noch mehr. Nein, war nur Spaß. Ja, ich wollte schon sagen, ne. Jetzt bei Debitel, ne, bei Debitel, Peters Anbieter. Ja, das ist ja voll gut. Da sollte ich mit dem mal was machen, ey. Ja, Debitel, krass. Boah. Bibis Beauty Schaum gibt's doch auch, oder? Ja, gibt's das? Ja, die hat so eine Marke jetzt in DM. Also ich so. Meine, das ist Bibis Verarscheschaum, aber lasst euch ruhig alle verarschen, wer es bestellt, ne? Passt schon. Und schönen Gruß an eure Freundin, wenn die da bestellt hat. Erwischt. Ne? Könnt ihr mal auf die zeigen und sagen, guck mal, wie blöd die ist. Ne, haben genau, wir aber auch lange nicht gehört. Was? Ich mache einfach mein eigenes Produkt. Dann kann ich dafür Product Placement machen und krieg doch eine Kohle. Geil. Ja. Ja, dann musst du ja selber bezahlen, du Vollidiot. Nein. Ne? Doch, du verstehst das Product Placement nicht. Doch, Peter, doch. Ja, du verstehst das Product Placement nicht. Ja, aber er platziert das doch bei sich selber. Ach so. Ja, dann ist das dann überhaupt eine Produktplatzierung? Nee. Wenn ich jetzt selber einen Schraubenzieher entwickle zum Beispiel, dann sag, guck mal Leute, der ist doch wohl, boah. Boah. Ne? So wie der Disney-Hammer? Boah, wenn ich sowas echt machen würde, dann wäre sowas mein Werbespot. Boah, das ist mal ein Schraubenzieher, Harry. So richtig, so weißt du, so ein... so auch, man muss ja auch die Zielgruppe da abholen, wo sie ist, ne? Das sind mal geile Kondome. Das ist ein Schraubenzieher, da habe ich letztens einen Reifen von Mitte Felge gezogen. Immer noch gerade. So wird gefickt. Wir YouTube-Channel machen, der immer Product Placement. Genau. Und wir machen das einfach wie so eine Dauerwerbesendung und verarschen das so nebenbei ein bisschen. Ja, genau. Und kriegen dafür richtig viel Kohle. Ja, so nebenbei, ne? Aber nur, ne? Ja. Nee, halt so passiv so. Du sag mal, Harald, was kann denn der Hammer? Ja, aber dann macht doch der Harry Weinfurt auch nicht anders. Stimmt, du, sag da war mal, was, ne? Erzähl mir doch mal was zu dem Löffelsortiment, was es da umsonst dazu gibt. Boah, ey. Boah, war so schlimm, ne? Diese Fernsehsendung früher, da war ja nur eine Product Placement Show, ne? Ja, klar. Das war ein kompletter Product Placement Sender, ey. Ja, deswegen, ja. Gibt's auf YouTube noch nicht. Und das würde mich mal interessieren, was die so bekommen bei so einem Product Placement Sender oder ob das da wirklich nur über die Masse einfach läuft. Ja, das ist die Masse, ich denke schon. Ja? Mach doch mal bei QVC ein paar Debi-Shirts. Boah. Frag die doch mal, was das kostet, wenn die mal präsentieren. Wenn Harry Weinfurt die Debitor-Shirts präsentiert. Ja, bestimmt geil, kostet bestimmt so 15 Euro oder so. Genau, so 15 Euro. Aber das geht doch 2 Stunden. Ja, ja. Okay. Dann fragen die doch. Zu kurz? Ja, mach mal über 4 Stunden draus. Ein 4 Stunden Debitor-LP-T-Shirt Werbevideo. Boah, wie ätzend, ey. Krass. Boah. Danach willst du den auch nur noch erwürgen wahrscheinlich. Und der sich wahrscheinlich selber auch. War so geiles. Boah, das wäre echt so was, das könnte ich gar nicht. Das fände ich so langweilig und so behindert. Immer irgendwelchen Kack über so banale Scheiße wie so einen neuen Mixer zu erzählen, weißt du? Von den stundenlang, ne? Ja, das ist so extrem. Das bewundere ich schon ein bisschen, wie man so flüssig über so eine Kacke die ganze Zeit reden kann. Also, finde ich schon krass. Sollen wir sowas nicht mal machen? Sollen wir uns nicht mal treffen? Einfach mal so ein. Irgendwie so vom 1-Euro-Laden so eine Kaffeemühle vorstellen oder so. Und so voll lange drüber quatschen. Ja, so eine ne? Stunde so. Dann laden wir uns auch noch Experten ein, Ingenieure, die was zum Mahlwerk sagen können und so weiter. Und dann noch Geschmacks. So richtig übertrieben. Der 24-Stunden-Kick-T-Shirt-Stream. Mit Sachverständigen aus aller Welt, denen wir allen sagen, sie werden hier eingeflogen, wir begleichen deren Rechnung danach, aber tun es nie. Aber passiert nicht. Ich nehme $1,700 für eine 15-minütige Ansprache. Ja, okay. Machen wir. Ja, da müssen nur kommen.
Okay. Alles klar. Wo schlafe ich denn? Ja, wir haben so einen VW-Jeep gemietet. Move to another place? Was ist, wie Heiko? Wo bist du hin? Wir sind umgezogen. Ach krass, wie geht das denn? Was, wie geht das denn? Ja, was hat das ausgelöst, dass da jetzt quasi das Achievement kam? Mein Chat. Ja, was ist da los, Digga? Mein Keyboard. Dein Keyboard? Was für ein Keyboard? Meine Tastatur. Ach, so hast du geschrieben, lol, hab ich nicht geachtet, ey. Bo, voll verarscht, Junge, guck mal, wie blöd ich bin, Bo, ey. Was machst du denn da, Digga? Ich? Ich mach Haus. So, warte mal. Musik, ich guck gerade, was man so bauen hast können, weißt du? Hast du mich jetzt gehauen und bist dann weggerannt? Nee. Klatsch. Wie früher, oh, eine Wurst. Wie so Mädchen in der Schule, die einen gut finden. Nee, guck mal, ist der da. Ach, diese Scheiße immer, ne? Ja. Pass auf, der kommt, der kommt. Diese Fotzen, der kommt. Das finde ich am schlimmsten. Da könnte ich schon explodieren, ne? War beim Lehrer immer so. Pass auf, der kommt. Als ob irgendwie. Ja gut, beim Lehrer ist ja noch was anderes. Da hört man dann halt auf, Scheiße zu machen in dem Moment, ne? Hast du Scheiße gemacht in der Schule? Das war schon krass, Set. Warst du immer früher in der Raucherecke bei deinen Kollegen, die geraucht haben? Nee, ich hab ja früher nicht geraucht. Ich meine ja bei deinen Kollegen, die geraucht haben. Nee, weißt also du? Ich muss echt sagen, das war bei uns in der Klasse sehr unviel verbreitet, sagen wir mal so. Ach so, echt? Ja, also bei uns haben. Wir hatten relativ viele Qualmer. Also und da war halt so eine Raucherecke. Also bei uns hat, soweit ich weiß, in der Realschule, glaube ich, fast keiner regelmäßig geraucht. Wenn dann mal so zwischendurch, das ist cool. Aber ja gut, dann, ich sag mal so, bis zur 9. Klasse und dann fingen natürlich so ein paar an. Und einer war sogar so kaputt, der hat dann, wenn er keine Kippen hatte, zwischendurch so einen Fahrschein angezündet und da 2-3 Mal dran gezogen. Oh mein Gott. Ja, so mega behindert dumm einfach. Voller Husten so. Nicht eine. Okay. Nicht eine aufgehoben, die schon geraucht wurde und den Stummel noch. Ja, doch, hat er auch gemacht. Wow. Aber der war aber der war auch eh ziemlich durch so. Der hatte dann oder ich, lose an der Bude, ne? Der hatte dann mal später, wo ich den getroffen habe, irgendwie mit 24 oder so, hatte er dann schon 2 Kinder von 2 Frauen. Hatte schon irgendwie versucht, seinen Chef umzubringen. Boah. Ja, das ist voll krank, ey. Der ist aus meiner Klasse abgegangen mit dem zweitschlechtesten Zeugnis in NRW. Ja? Lol. Ja, wirklich alles 6 bis auf 2 Fünfen. Dann warst du ja mit einem Promi in der Klasse. Ja, das ist schon krass. Also, ja, schon heftig. Und dann hat er trotzdem eine Ausbildungsplatz bekommen als Industriemechaniker. Und da hat er halt versucht, seinen Chef in eine laufende Maschine zu schubsen. Oder so zu rangeln, ja. Mein Gott. Und was ich dann noch gehört habe, später mal von Kollegen, ist, dass die den hier bei uns in Frillendorf beim Hellweg nachts halt in die Polizei aufgegriffen, weil er da in einem Auto saß, sturzbetrunken und keine Ahnung was noch. Und hat dann da mit einer Knarre rumgeballert. Lol. Ja, so voll entfernt. Wo ist er jetzt, tot oder was? Weiß ich nicht mehr seitdem, aber das sind auch so Leute, da melde ich mich auch nicht, weißt du? Wenn ich die treffe, dann. Jetzt ist er tot. So, wenn ich die treffe, dann quatsche ich mit denen und das war dann aber auch so. Auf so Leute habe ich gar keinen Bock. Nicht, dass der darf noch, ja auch nicht so lange quatschen. Nicht, dass der später noch sagt, ja, gib doch mal Handynummer, dann können wir mal wieder was starten oder so, weißt du? Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und zack bin ich gestorben. Was denn da passiert? Siehst du, so schnell kann das gehen. Bist du mit der falschen Mischpoke unterwegs? Mischpoke. Bist du tot. Oh Gott. Ich habe euch mal eine eigene Deko-Bench dahingestellt, ne? Wie? Wir haben doch schon eine. Ja, eine eigene habt ihr jetzt. Wie? Guck mal, ist ein Skelett. Heiko, kannst du dich mal um die Beleuchtung hier drin kümmern? Klaualarm! Ich brauche erstmal meinen. Wo bin ich denn runtergesprungen? Ach hier, lol. Ja, wir haben Frieden, boah, ne? Das war knapp. Ey, wir haben Frieden. Ja, dann war's, ja. Lass zu hier, lass zu. Ja, bitte? Ich wollte fragen, ob ich ein bisschen Beleuchtung bei Ihnen klauen könnte. Ich habe eine Lampe, leider nein. Nicht? Okay. Ne? Aber benutzt doch Glas, was leuchtet. Nimm doch bei uns hier aus der Küche, aus dieser Leuchtleiste so ein paar weg. Guck mal, Heiko. So, jetzt kommt hier keiner mehr rein. Ich hab den Schrank vor die Tür geschoben. Neu. Ma. Wow. Ich will rüber. Wow. Bam, Alter. Wow, das war spontan. Mann, das war spontan, ne? Ja, der war krass drauf. Der war irgendwie lustig. Der ist so ein Dimitor. Wow, der war spontan. Stell mal vor, die guckt die Folgen und er ist einfach so wirklich ein Running Gag in der Folge zu machen. Wow! Der war spontan. Wow! Er freut sich, Alter. Ja.
Kann er sich ja auch. Hat ja auch eine gute Vorlage geleistet. Was ist los? Boah, irgendwie gefällt mir mein Schlafzimmer noch nicht. Boy. Aber wen ich auch gut fand, war, sag mal was. Genau. Fand ich auch gut. Bleib so stehen, guck Peter an, sag mal was. Komm. Fand ich auch sehr lustig. Gestern war da, hat mich einer in Hattingen angesprochen, im Einkaufszentrum, und hat gesagt, so, also schon älter war der, keine Ahnung. Ja.